Jan Gemming ist einer der ersten, die sich heute in Landau mit dem neuen Novavax-Vakzin impfen lassen. Schon sehr skeptisch vorher mit diesem mRNA-Impfstoff, alles eine Neuheit und so. Und ja, ich vertraue auf das Altgewährte, sage ich jetzt mal, einfach der Totimpfstoff. Ich hatte vorher kein Corona, nie Probleme damit. Ja, ich wollte einfach warten. Ende des vergangenen Jahres wurde der Impfstoff als fünftes Corona-Vakzin in der EU zugelassen. 69.000 Dosen sind bereits in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Weitere 50.000 sollen etwa in 2 Wochen folgen. Gerhard Hadert hofft nun auf einen Anstieg der Impfwilligen, bleibt mit seiner Prognose dennoch vorsichtig. Ich erhoffe mir eigentlich, dass diese Anzahl von Klienten, die sich mit dem neuen Impfstoff impfen lassen wollen, dass das mehr wird. Ja, denn letztendlich, ich meine, das muss ich ja nicht wiederholen, ist ja überall bekannt, ja, dass nach wie vor die Impfquote nicht unbedingt so ist, wie wir es uns erwünschen. Ja. Und ich denke, die mRNA-Impfstoffe sind letztendlich die, die wir die ganze Zeit verimpft haben. Jetzt haben wir den neuen mit Novavax und ich denke, das ist einfach eine Alternative, die man hat. 710 Dosen sind hier in Landau für die ersten 3 Tage geplant. Die Impfung mit Novavax läuft wie gewohnt. Der Patient bekommt eine kurze Aufklärung und dann kann es auch schon losgehen. Ebenfalls zu den ersten, die sich heute mit dem neuen Impfstoff impfen lassen, zählen Mitarbeiterinnen aus dem Bereich der Pflege. Ihr Grund zum Teil die Angst vor der Arbeitslosigkeit. Sagen wir so, das ist ein Impfstoff, der auf einem System basiert, wo andere Impfstoffe schon auf dem Markt sind. Und da ich eben Moderna und das BioNTech ablehne, ich traue dem Ganzen nicht. Das hat mal viel zu viele Nebenwirkungen, habe ich mich jetzt dazu entschieden, weil ich eben eine Impfung haben muss, aus beruflichen Gründen. Also ich bin weder hergekommen, weil ich es so richtig möchte oder weil ich überzeugt davon bin. Ich bin hergekommen, weil ich es machen muss. Einfach weil alle im Gesundheitswesen dazu gezwungen werden. Ganz freiwillig hat sich Jan Gemming seine Dosis abgeholt und er ist glücklich über die Entscheidung. Ich bin jetzt dann doch froh, geimpft zu sein. Einfach, ich habe einen kleinen Sohn, jetzt kann ich wieder alles mit dem machen, was ich möchte. Kinder schwimmen, Kindertouren, was auch immer. Auch wenn die Gründe zum Impfen unterschiedlich sind, könnte durch den neuen Impfstoff die Impfquote weiter steigen und der Weg raus aus der Pandemie kürzer werden. Wie viel kürzer ist aber fraglich.